Hallo und herzlich willkommen zu diesem heutigen Video. Wir sprechen über Emotionen und Essen. Dass diese beiden oft zusammengehören, ist uns manchmal gar nicht so sehr bewusst. Und wie du dich aus der Falle befreien kannst, dass du immer ein Verlangen nach Ungesunden hast, die meist mit einer Stresssituation verbunden sind, dafür gibt es heute Tipps und ich wünsche dir jetzt sehr viel Spaß beim Anschauen. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann lass doch gerne ein Like da, kommentier das Video und natürlich vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, damit du keine Videos mehr von uns verpasst. Und jetzt sehr viel Spaß mit dem Video. Wir wünschen heute natürlich noch allen Müttern alles Gute zum Muttertag. Ihr seid die besten Mütter, die es da draußen gibt. Macht weiter so und jetzt noch viel Spaß mit dem Video. Deine Emotionen und das Essen. Eine sehr komplizierte Verbindung, die uns manchmal, ich denke, schon allen irgendwie bewusst ist. Manchmal auch wiederum ist es uns nicht ganz bewusst. Was heißt denn Emotionen und Essen? Also jeder von uns hat eine Verknüpfung zu seinem Essen auf emotionaler Ebene. Emotionale Ebene können schöne Erlebnisse gewesen sein, Familienabende, Feiern, schöne Reisen oder Events oder bestimmte Urlaube, an denen bestimmte Speisen gegessen werden, bestimmte Länder, bestimmte Sachen, die mit einer Speise zum Beispiel verbunden werden. Das sind Emotionen, die bei uns im Kopf abgespeichert sind und die auch mit Essen verbunden sind. Emotionen beim Essen sorgen dafür, dass dir manche Dinge vielleicht einfach besser und auch leckerer sogar schmecken. Und wenn ein Essen mit einer Emotion verknüpft ist, kann das im Körper ganz, ganz viele Botenstoffe aussenden, auch im Gehirn oben eben Hirnareale stimulieren, die in dir, das Belohnungssystem eben sozusagen treffen und wenn Emotionen dazukommen, dieses Belohnungssystem noch besser getroffen wird. Solche emotionalen Grundlagen werden schon im Kindesalter bei uns gelegt und im Erwachsenenalter sind es dann meist nur noch Reaktionen auf diese bereits hinterlegten Emotionen. Ein kleines Beispiel. Du hast zum Beispiel, als du Geburtstag hattest, einen kleinen Schokohasen bekommen. Oder deine Großeltern haben dir Schokolade oder andere Süßigkeiten mitgebracht, immer weil du oder immer an deinem Geburtstag. Das heißt, an deinem Geburtstag hast du dich sehr gefreut. Es kommen Familie und Freunde zu dir und beschenken dich mit etwas und die beschenken dich dann auch mit dem Punkt, zum Beispiel Schokolade. Schokolade selbst ist meist ja schon, auch wenn man es ohne Emotion betrachtet, ein sehr, ein Produkt, was uns sehr schnell abhängig macht. Das heißt, Zucker und Fette gepaart, die machen unser Gehirn ja wahnsinnig. Und dann diese Zucker und Fette gepaart zum Beispiel noch an die Emotion, dass deine Großeltern kommen, alle freuen sich für dich, du hast Geburtstag. Und da kommt dann die Schokolade als Belohnung sogar noch mit oben drauf. Diese Belohnung wird bei uns abgespeichert. Also Zucker oder auch generell Schokolade wird dann im Gehirn abgespeichert. Wenn ich das esse, dann widerfährt mir etwas Gutes oder dann habe ich eine positive Reaktion im Körper. Jetzt ist es so, dass mit der Zeit, und natürlich, dass du ein bisschen auch vergisst, das geht in dein Unterbewusstsein rein, aber auch selbst wenn der Tag so war, dann ist es meistens eh schon tief im Unterbewusstsein verankert. Dann kommt aber vielleicht die Situation, dass du dich im Alltag gestresst fühlst. Du bist jetzt vielleicht erwachsen, du gehst arbeiten, hast eine sehr stressige Situation, dein Alltag ist ein bisschen nicht ganz geplant und alles läuft nicht ganz so, wie du das möchtest. Und dann sehnst du dich aber trotzdem nach dem Gefühl, vielleicht etwas Glück zu verspüren, etwas kurz ein bisschen Abwechslung reinzubringen, den Kopf ein bisschen auszuschalten, so wie du dich vielleicht gefühlt hast, als du damals Geburtstag hattest. Wirklich ganz unterbewusst ausgedrückt. Und jetzt greifst du also zur Schokolade, um dieses Gefühl wieder hochzuholen, dieses Gefühl zu erleben. Also, du hast einen Stressmoment und versuchst diesen Stress auszugleichen, dich zu entspannen und isst dann vielleicht etwas Ungesundes, wie zum Beispiel die Schokolade, weil sie eben mit einer Emotion verknüpft ist. Und was ist das Wichtige dabei? Die Emotion überwiegt über dem Rationalen und das wird immer so sein. Wenn du also eine Emotion mit etwas verknüpft hast, wird das Rationale dagegen sehr klein erscheinen. Rational heißt hier, jeder Ernährungstipp, der Kalorien zählen oder andere Sachen beinhaltet oder Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Zucker, all diese Tipps sind meistens zahlenbasiert und rational. Und ich denke, du weißt, dass du nicht den ganzen Tag Schokolade essen solltest, wenn du Stress hast. Also du weißt es, rational gesehen hast du es verstanden. Emotional wiederum hat es dein Körper noch nicht ganz verstanden. Und dadurch, dass die Emotion zum Rationalen überwiegt, kann es sein, dass du trotzdem immer wieder hingreifst, obwohl du es doch eigentlich, vielleicht sogar besser weißt. Wie kommst du also darauf, welche Lebensmittel bei dir mit Emotionen verknüpft sind?
Ich habe dir hier Fragen aufgeschrieben. Das sind 5 verschiedene Fragen, mit denen du dich hinsetzen kannst und gucken kannst, welche Lebensmittel sorgen vielleicht bei mir für Emotionen. Und du kannst hier ruhig mehrere Lebensmittel anschauen. Das ist in vielen Fällen die Schokolade. Das kann aber auch das Glas Wein zum Beispiel sein. Ähnliche Sachen brauchen ist zwar jetzt kein Lebensmittel, aber auch da können diese Fragen so ein bisschen Emotionen auch mit rauslocken. Damit du erstmal ein grundlegendes Verständnis dafür aufbaust, habe ich Emotionen, und das glaube ich, mit Essen? Und wenn ja, welche Lebensmittel sind es? Und ganz wichtig, in welchen Situationen und in welcher Umgebung taucht in dir das Gefühl von Stress auf? Und in welcher Situation und welcher Umgebung hast du das Verlangen nach einem bestimmten Lebensmittel? Und diese Frage, ich blende sie jetzt nochmal ein, guck sie dir kurz an. So, ich hoffe, du hast die Zeit genutzt, hast hier ein paar Fragen aufgeschrieben und jetzt geht's weiter. Wenn du also herausgefunden hast, warum und mit welchen Lebensmitteln du eine gewisse Emotionsbasis aufgebaut hast, die für dich eben vielleicht ungesund und nicht so gut sind, dann geht es darum, jetzt Situationen zu schaffen, in der du nicht mehr allzu viel auf diese Lebensmittel zurückgreifen musst. Was können also Situationen sein? Du bist auf Arbeit, hast zum Beispiel sehr viel Stress, weil da gerade Abgabetermine für verschiedene Projekte sind oder da ist einfach generell gerade viel los. Du kommst von einem gestressten Arbeitsplatz, gehst in die Kantine und isst dort dein Mittagessen. Du kommst aber sehr gestresst an, du bist ein bisschen später los, deine Pausenzeit ist noch ganz kurz und in der Pausenzeit unterhalten sich vielleicht auch alle selber gerade über das gestresste Thema. Was machst du also jetzt? Du bist gestresst in der Situation, isst etwas. Dein Körper kann sich nicht richtig auf das Sättigungsgefühl verlassen, weil du eben meist noch oben im Kopf gefangen bist, dich nicht bewusst auf das Essen konzentrierst und dadurch wirst du eben nicht richtig satt. 1-2 Stunden später ist immer noch viel Stress da, du bist ja quasi nach dem Mittagessen nicht richtig satt geworden, weil du nicht richtig drauf konzentriert hast und dann isst du wieder ganz viel Schokolade. Um dem zu umgehen, könntest du vor deiner Pause, also einen Teil von deiner Pause damit verbringen, entweder an die frische Luft rauszugehen, kurz zu spazieren, den Stresspegel etwas runterzubekommen und dann entspannter an der Mittagspause teilzunehmen. Oder bei schönem Wetter, wie jetzt zum Beispiel, kannst du auch rausgehen, dich auf eine Bank setzen, vielleicht nicht weit von der Arbeit entfernt und kannst dann dein selbstgekochtes Essen dort essen und bist in einer vielleicht viel entspannteren Situation. Dein Körper kann sich etwas runterfahren und dadurch das Essen viel besser genießen. Er wird dadurch besser satt, weil er sich bewusster auf das Essen konzentrieren kann und du hast 1-2 Stunden später nicht mehr allzu viel Heißhunger auf verschiedene Süßigkeiten oder auch andere Sachen. Das ist jetzt nur ein kleiner Tipp, mit dem du anfangen kannst, neue Situationen zu schaffen oder auch eine neue Umgebung zu schaffen, die für dich einfach ein bisschen stressfrei ist. Jetzt weiß ich natürlich, wir können nicht alle unseren Stress reduzieren und es runterfahren. Aber ich würde behaupten, jeder von uns hat etwas Potenzial in seinem Tag, wo er das Essen noch ein bisschen bewusster genießen kann und sich besser auf verschiedene Sachen im Essen konzentrieren kann. Versuch also jetzt mit diesem kleinen Tipp erstmal anzufangen. Falls du noch mehr Fragen hast und auch in den Fragen merkst, dass vielleicht bei dir die Emotionen und das Essen einen sehr großen Teil einnehmen und du wirklich sehr oft zu Sachen greifst, die für dich auch dann nicht mehr ganz im gesunden Bereich sind, du also sehr viel von verschiedenen Dingen essen musst und auch brauchst, dann schreib uns doch gerne an und dann können wir hier schauen, ob wir dir mit unserer Ernährungsberatung weiterhelfen können, die eben unter anderem auch die Emotionen mit einbezieht. Und jetzt viel Spaß beim Umsetzen, bis bald. Wenn dir das Video gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich auf den Kommentar, deine Fragen zu diesem ganzen Thema Emotionen und Essen, dann kannst du ja manchmal viele Fragen auch zu geben. Like das Video, wenn es dir gefallen hat und wenn du keine Videos mehr verpassen möchtest, dann denken, Kanal abonnieren, Ding hier drinnen, ploppt ja gleich nochmal was auf und dann freuen wir uns über dein Abo. Und dann bis bald, wir sehen uns beim nächsten Tipp.